das sieht ungemütlich aus. Ich gehe dann lieber hier lang, glaube ich. Ah nein, F5 ist ja nicht speichern. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen hier. Nachgeladen habe ich schon. Okay. Und jetzt erst durchgucken, die ist nicht nachgeladen. Tja, so unvorbereitet laufe ich ja weiter. Und was, wenn ich ins nächste Feuergefecht kommen würde? Und dann bin ich so vollkommen... Und dann bin ich vollkommen unbewaffnet. Meine Güte, was ist denn hier los? Das hakelt ja ohne Ende. Ich meine, es ist Half-Life. So. Ich glaube, mein Laptop leitet... Nein, so sehr leidet er gar nicht an Hitze. Ich weiß nicht, was er hat. Aber so ein bisschen liegt hier schon was im Argen, habe ich das Gefühl. Wenigstens bei Half-Life sollte er doch laufen, oder? Na, komm, jetzt geh mal hoch. So, rennen wir mal hier lang. Mit atemberaubender Geschwindigkeit. Räumen wir ein bisschen das Zeug aus dem Weg. Oh, 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 ich hab ihn schon gesehen, ich hab ihn schon gesehen. Nein! Was da? Nichts da, Mistkerl. So, ich glaube, ich muss nochmal zurückgehen und mir meine Energie abholen. Kann das sein? Hüpf, na, hüpf du mal drauf. Flips. Oder war der schon leer hier? Nee, war er noch nicht. Sehr gut. Haben wir gleich noch ein bisschen mit eingesackt hier wieder. So, und jetzt hoch. Na, hoch. Ich vergesse mal, dass ich auch mal den Crouch Jump probieren könnte. Der ist ja so typisch Half-Life spezifisch, aber nicht so unbedingt mein Ding, muss ich sagen. Der macht nicht so wirklich Spaß, weil ich das ein bisschen... Ich finde es ein bisschen umständlich, wie man da so seine Hand verkrüppeln muss. So, aber wir müssen... Ich glaube, hier oben ist nichts, oder? Verdammt. Hier ist nichts. Warum werde ich denn hier hochgeschickt? Hier ist nichts. Okay. Machen wir mal so. Das hat gereicht für den hier. Sehr gut. Hier drüben war auch noch eins, glaube ich. Jawohl, ja. So, hier ist erstmal keins. Gut. Jetzt wollte ich gerade die Handgranaten nachladen. Das ist natürlich auch schlau. So, speichern. Komm schon, komm schon. Geh hoch. Yes, sir. Alles kein Problem. So. Spaller der Leichern. Und wir nehmen... Nein, wir nehmen nicht diese, wir nehmen diese. Okay, da steht schon wieder... Ach, ich sehe es schon wieder kommen. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar, dass du dir dann bist, dass du sterben willst. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Lass mich unten. Oh, es leckt. Schießt du. Typ, du bist mir volle Kanne in die Schusslinie reingelaufen. Aber ehrlich mal. Ich wollte gerade sagen, kriege ich den auch von da? Es läuft nicht, ich sehe es schon. Ich sehe es schon, es läuft nicht gut. Aber naja, muss ja irgendwie, ne? Dass ich nicht der Shooter-König bin, habe ich vielleicht schon mal vorher erwähnt. Jetzt seht ihr es auch, also ihr dürft echt nicht so viel erwarten hier von mir. Ich bin nicht gerade Highskill, der absolute Shooter-Noob. Auch wenn ich ab und zu mal einen gespielt habe, was habe ich bisher gespielt? Ich habe Doom 3 gespielt. Und das ist ja auch nicht, also es ist zwar ganz, es ist nett, es ist ein schönes Spiel, finde ich. Gerade auch für sein Alter, es ist ein sehr schönes Spiel. Ich finde die Grafik vor allem sehr gut für das Alter. Aber ich finde es nicht wirklich schwer, muss ich sagen. Wenn man die Gegner mal erkennt und dann sich abgewöhnt hat, ich muss mich noch kurz anders hinsetzen. So. Wenn man sich dann abgewöhnt hat zu erschrecken, wenn sie aus dem Dunkel auftauchen, was ja irgendwann passiert, da rennt man ja nur noch abgezockt durch die Gegend und knallt alles ab, was irgendwie zuckt, wenn man durch den Gang geht.
dann ist Doom 3 eigentlich gar nicht mal so schwer. Ja, davon abgesehen, Homefront habe ich gezockt. Auch gutes Spiel, finde ich. Also mir zumindest hat es gefallen. Ich habe da auch schlechte Kritiken drüber gelesen, aber mir hat es gut gefallen. Was ist denn das? Was ist denn das? Das knistert hier so komisch und ruckelt und springt immer mal das Bild. Sehr komisch. Ja, das habe ich auch gespielt. Und das war's auch schon. Mehr Shooter habe ich bisher noch nicht gespielt. Zumindest jetzt First-Person-Shooter. Ich habe auch mal, weil mich mal irgendein Freund dazu überreden wollte, habe ich mal ausprobiert, Counter-Strike mal kurz anzuzocken. Ganz schlecht, ganz schlecht. Nie wieder. Also du, das ist ja sowieso so, da hast du ja irgendwelche Pros rumspringen, die dich ja auf 3 Kilometer Entfernung durch 5 Häuser durch, schießen dir die Fliege aus dem Auge. Und da, ja, da... Achso, ja, noch während sie springen oder sowas, ne? Oh, hi. Ich lade mal kurz. Ich war gerade so im Erzählfluss, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, hier aufs Kämpfen. So. Was machen wir denn da? Da wir ja wissen, dass die da unten sind, zahlen wir es ihnen mal mit gleicher Münze heim, ne? Noch da? Oh ja. Neue Runde, neues Glück. So. Oh ne, die hat sie doch noch nicht erwischt. So, jetzt aber. Ne, Kollegen. Ich verballer hier meine Handgranaten, das ist Wahnsinn. Mal hier rüber kurz. So. Wo ist er denn hin? Ach, da. Okay. Ich muss mal ganz kurz innehalten, weil es schon wieder ruckelt hier. Also irgendwie scheint mein Laptop doch ein bisschen überhitzt zu sein. Weiß nicht, was er hat. Und es ist mittlerweile so zur Info, man weiß ja nie, wann ich aufnehme. Ne? Wir sind gerade zwischen den beiden Hitzewellen. Also die erste Hitzewelle, die Deutschland jetzt durchgefegt hat, die sind jetzt gerade weg. Und es kommt ja bald die nächste. Aber momentan ist es eigentlich ziemlich angenehm draußen. Deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass der Lüfter damit dann auch klarkommt. Als ich jetzt vor kurzem Gothic 3 aufgenommen habe, da war richtig Hitze, da waren draußen 35 Grad gewesen. Und da war es auch drinnen nicht, scheiße, besser. Ja, voll gut, finde ich voll spitze, dass du fast die Hälfte deines Lebens beim Absturz verlierst. Du bist ein verdammter Loser, Gordon. Verdammter, beschissener Loser. Irgendwie mit dem Kreis gelaufen, habe ich das Gefühl. Ach so, deshalb. Wo war ich gerade? Ach ja, genau. Und da es dann auch hier drinnen so heiß war, hat natürlich die Lüftung überhaupt nichts gebracht. Der Dimensionsgraben überträgt definitiv organische Materie. Stopp! Also... Der nervte mich, sorry. Außerdem hat es mich gerade genervt, dass ich ja zurückgelaufen bin. Musste mal Gewalt ablassen. Ja. So, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Wir sind nämlich genau hier. Ja, 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 ja. Klimper, klimper. Genau. Tote Wissenschaftler säumten seinen Weg. Und tote Militärmenschen. Ich finde ja interessant. Ich habe ja auch schon Versionen gesehen von dem Spiel. Da haben die irgendwelche komischen Roboterstimmen. Ja, scheinen sie es ja nicht zu haben. Wir scheinen sie ja normal menschlich zu reden. Finde ich irgendwie, es ist natürlich besser. Finde es aber merkwürdig, dass es da mehrere Versionen von gibt. Ich dachte, es wäre einfach die deutsche Version, dass man es halt entfremdet hat, dass man nicht gegen Menschen kämpft. Wegen Indizierung und so. Was ist denn hier los? Das kannst du doch keinem anbieten. Mensch, geht's jetzt wieder? Mann! Aber mir ist auch warm. Also irgendwie scheint es hier drin zu staunen, die Hitze in dem Raum. Wahrscheinlich sollte ich es aufgeben. Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass ich... Nein! Ich bin schon wieder heruntergestürzt. Das ist doch nicht zu fassen. Mann! Jetzt werde ich aber langsam sauer. Was mache ich denn? Ja, ich werde dann auch gar nicht so lang die Aufnahmesession in die Länge ziehen. Dann ist es halt mal ein kurzes Intermezzo mit viel Geruckel. Da müsst ihr jetzt halt... Kennt ihr ja. Kennt ihr ja. Warum erzähle ich es eigentlich immer wieder? Ihr kennt das ja. Es ist ja nix Neues. So.
Und diesmal vielleicht ohne wieder darunter zu hüpfen, an der Stelle, wo das Geländer offen ist. Das ist aber auch unfair. Das ist echt fies, das hier so offen zu halten. Man neigt irgendwie dazu. Man neigt dazu, an der Stelle runter zu gehen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich auch bloß besoffen und fall dann immer runter, weil halt kein Geländer da ist, an dem ich mich festhalten kann. Könnte beides sein. 3 Stunden später. Schön. Und noch einen Tag später. Und natürlich wieder für nichts. Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Aber Ordnung muss sein. Irgendjemand hätte viel zu viele Kisten stehen lassen. So, jetzt können wir zumindest wieder das, was wir verloren haben, als wir dieses komische Schlabbermonster platt gemacht haben und abgestürzt sind, können wir jetzt wieder gut machen. So, gucken wir mal, wo wir kommen können.